Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Randoms zum Format Team Tiny Randoms. Eure Fragen und unsere Antworten mit diesem passenden Hashtag dazu. Vor einiger Zeit, und ich muss vorweg sagen, dieses Video hat wirklich auf sich warten lassen, aber nun denn, gut Ding will Weile haben, habe ich eine Nachricht bekommen und irgendwann habe ich noch eine Nachricht bekommen zum Thema von Reinigen der Spinnenterrarien. Und zwar einmal geht es um die Scheiben und einmal geht es um die Komplettreinigung. Und daher habe ich die Nachricht bekommen, auf die nehme ich ja Bezug, einmal von Severin Brandt. Moin, wollte mal fragen, wie du es generell mit der Reinigung hältst, gerade bei vielen Tieren. Wie oft reinigst du ein Terrarium komplett? Mich bewegt dieses Thema als Vogelspinnenanfänger. Ich setze auch Bodenpolizei ein. Aber wie oft muss man eine Komplettreinigung vornehmen? Es ist ja auch Stress für die Spinnen. Liebe Grüße, Severin. Vollkommen richtig, Severin, eine Komplettreinigung würde ja quasi einen Umzug für eine Spinne bedeuten. Das ist deutlich zu viel Stress. Ich möchte aber gleich erstmal zur zweiten Nachricht kommen. Die ist nämlich vom lieben André. Schöne Grüße nach Belgien schon mal. Kannst du mal sehen, wie gut ich mir das merken kann. Hallo Dennis, alles senkrecht? Jo, danke, ich hoffe bei dir auch. Hätte mal eine Frage, und zwar, wie oft und womit putzt man die Terrariumscheiben von innen? Nimmt man die Spinne dabei besser raus? Ich denke schon. Meine Chromatos hat einmal links und rechts vom Terra eine Art Netz gesponnen, als sie aktiv abends aus ihrem Versteck kam. Das mal nach einer Mahlzeit in Klammern. Aber mittlerweile kommt sie kaum noch raus und das Netz sieht auch verkümmert aus. Liebe Grüße und bleib gesund, André. PS, vielleicht wäre das auch eine Frage für deine Videos. Ja, da hast du vollkommen recht. Und damit sprecht ihr jetzt schon zwei Themen an, nämlich einmal dieses Thema der Komplettreinigung. Das entzerren wir gleich etwas. Und das Thema mit den Scheiben. Das Thema mit den Scheiben ist auch ein wirklich übergeordnetes Thema, wenn es um die Reinigung geht. Ich würde sagen, wir nehmen uns einen Moment Zeit und direkt nach dem Intro starten wir auch schon. Kommen wir als allererstes zu diesem Thema Komplettreinigung. Severin, du hast es nämlich schon folgerichtig angesprochen. Man würde die Spinne damit stören und man würde natürlich gleichermaßen die Spinne umziehen lassen. Warum? Wir würden die Spinne entnehmen, würden reinigen, Dinge verändern im Terrarium, würden die Spinne wieder hinzusetzen und die Spinne würde sich fragen, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich kann das nicht beziffern, ich weiß auch nicht, ob es Studien darüber gibt, aber die Chance liegt sehr nahe, dass sie sich neu orientieren muss, denn wenn wir es komplett reinigen und tatsächlich auch das Substrat tauschen, dann ist ja sowieso alles verändert, also nichts ist wie vorher, falls sie gegraben hat und so weiter und so fort. Deshalb, das machen wir am besten überhaupt nicht. Aber du hast einen ganz anderen Punkt schon mal angesprochen, der sehr hilfreich ist, nämlich die besagte Bodenpolizei. Das sieht dann in etwa so aus, ich habe da in der Vergangenheit mal hier diese Aufnahme eingefangen und da sieht man hier in diesem Falle Springschwänze, die sich gerade über Futterreste hermachen, ob dieses Tier verendet ist oder einfach tatsächlich ein Futterrest ist, bleibt jetzt dahingestellt. Allerdings machen sie einen guten Job und helfen auch. Ich habe mittlerweile bei mir in den Terrarien, je nachdem wie groß das Terrarium ist, also bei so einem hier zum Beispiel, dreierlei von Bodenpolizei drin. Ich habe die kleinsten, das sind die Springschwänze, wie sie gerade zu sehen waren. Dann kommen weiße Asseln hinzu, die habe ich hier mal aufgenommen quasi in so einer Art Zeitraffer. Jetzt frisst hier eine Spinne, das ist übrigens eine Pampobeteo Species Mascara. Und man sieht aber drumherum immer in diesem Zeitraffer die weißen Asseln ganz gut. Auch die Springschwänze, aber hier seht ihr die weißen Asseln hin und her flitzen. Wirklich eine Armada, die von A nach B laufen. Und darüber hinaus habe ich dennoch neuerdings bei Tieren, ich sage mal, die größer sind, Theraphosa, auch Pamphobeteus zum Beispiel, graue Asseln mit drin. Die sind nochmal ein Stück größer, machen gleich einen Job, machen auch einen guten Job und die kümmern sich natürlich dann entsprechend um das Grobe. Trotz allem sollte man sich nicht unbedingt auf diese Bodenpolizei verlassen und ich sage mal, Verunreinigungen wie grobe Futterreste und solche Sachen wirklich mit der Pinzette vorsichtig entfernen. Warum sage ich vorsichtig? Gerade bei Strauch- oder auch Baumbewohnern ist es so, dass diese Reste oftmals im Netz hängen. Da lassen wir sie dann natürlich drin, weil wir mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit dieses Netz zerstören würden, wenn wir da jetzt dahergehen und irgendwas entfernen wollen. Und deshalb lassen wir das da drin und das vergammelt dann irgendwie. Die Spinne sitzt da oben und dann passiert ja eh meistens nicht. Und ich glaube, die
Die Bodenpolizei heißt ja nicht umsonst Bodenpolizei, also würde natürlich auch nicht da hochkommen, in ein Netz krabbeln oder so. Oder dann sowieso hängen bleiben, verkleben oder was auch immer. Also ihr wisst schon, was ich sagen will. Daher lassen wir diese Verunreinigung da, weil wir das Netz natürlich zerstören würden und die Spinne natürlich wieder von vorne anfangen müsste. Also das entspricht dann natürlich den Strauchenbaumbewohnern. Warum ist es denn wichtig, diese großen, matschigen, gammeligen Verunreinigungen meistens von den Futtertieren oder den Resten zu entfernen? Thema Buckefliegen ist eins, was uns immer wieder beschäftigt. Und das Thema Buckefliegen ist auch eins, was quasi Krankheiten einbringen kann, übertragen kann. Stichwort Nematoden. Denn Tiere, die mit Nematoden verseucht sind, befallen sind, da kommen oftmals die Buckefliegen gehen an das Tier, die Nematoden gehen auf die Buckefliege, die Buckelfliege fliegt durch das Zimmer in das nächste Terrarium und überträgt die Nematoden quasi zum nächsten Tier. Das ist ein Thema, da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Das ist nur der einschlägigste Grund, warum man sich tatsächlich primär um Futterreste grober Natur oder auch sichtbarer Natur kümmern sollte. Ich habe auch schon die Frage bekommen, wenn ich das entferne, hat denn meine Bodenpolizei überhaupt noch was zu tun? Ja, Freunde, die Bodenpolizei hat wirklich immer ausreichend zu tun, gerade wenn das Mikroklima im Boden, also wenn der Boden lebt, man sagt das ja auch so, dann gibt es immer was zu tun. Ob es Schimmel ist, Pflanzenreste, und gerade wenn man auch Grobes aufsammelt, ne, wie so ein matschiges, vergammeltes Heimchen oder so, dann bleibt ja immer noch mal ein Bein liegen oder so, ne? Also, ihr seht in dem Video auch, wo die Asseln unterwegs sind, die haben zu tun. Die wuseln ganz rum, die sind ganz fleißig und ich bin froh, dass wir sie nutzen können für uns im Bereich der Terroristik. Kommen wir zum Thema Scheiben. Scheiben können unterschiedlich verschmutzt sein. Einerseits können da Netzreste dran sein, wie André schon sagte, ne, dass irgendwo Netzreste an der Scheibe sind. Es könnte aber auch gerade bei dem Baumbewohnern ist es wirklich sehr intensiv, teilweise bei Poecilotheria, Psalmopeus, Avicularia, Caribena und so weiter, dass die Scheiben tatsächlich irgendwann aussehen wie in einem Taubenschlag und wirklich nur schwer zu reinigen gehen. Kommen wir aber gleich zu und hier mal eine Aufnahme, verschmutzte Frontscheibe. Sieht man hier Kotreste, Netzreste, ist von meiner Psalmopeus Eminia. Und da könnt ihr auch sehen, was da drin noch so alles gammelig ist und vom Wassergeben mal irgendwie an der Scheibe, Kalk hängt und so weiter, ne? Also es gibt auf jeden Fall Grund und Anlass dazu, dann auch so eine Scheibe mal zu reinigen. Aber muss man alle Scheiben reinigen? Also ich persönlich mache es nicht. Ich kümmere mich immer nur um die Frontscheibe. Denn meistens stehen die Terrarien so wie hier auch da drin. Das heißt, mich würde jetzt gar nicht großartig stören, wenn ich jetzt hier oder hier stark verschmutzte Scheiben hätte. Schöner wäre es natürlich, wenn nicht, aber ich gucke da eh nirgendwo drauf. Deshalb spielt für mich die Frontscheibe nur primär eine Rolle und der Rest dann natürlich nicht. Bleiben wir thematisch einfach mal bei der Frontscheibe. Wie gehen wir damit um? Weil eine berechtigte Frage ist natürlich, wie mache ich sie denn jetzt sauber? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die man für sich quasi finden kann. Wie man tatsächlich damit umgeht. Denn wenn man mehrere Terrarien vom gleichen Maß hat, dann kann man bei dem Terrarienbauer einfach mal anfragen, ob man bei ihm noch mal zwei Scheiben zusätzlich kaufen kann. Das heißt, man könnte eine Scheibe quasi entnehmen, die Ersatzscheibe, die saubere Scheibe einlegen und hätte dann die schmutzige Scheibe. Könnte die reinigen quasi. Und könnte das dann immer so weitermachen. Das heißt, die Scheiben wären dann immer mal gewechselt, sind dann ja aber letztendlich auch gereinigt, getrocknet und wieder einsetzbar. Das heißt, man würde so durchwechseln. Kommt aber auch auf den Verschmutzungsgrad an. Denn ein weiterer Trick, den ich auch manchmal anwende, wenn ich jetzt so leicht verschmutzte Scheiben nur habe, gehe ich mit einem Mikrofasertuch daher, putze das von außen, nehme die Scheibe, nehme sie einmal raus. Drehe sie einmal, setze sie natürlich so wieder ein, nehme wieder mein Mikrofasertuch und reinige sie wieder. Dann habe ich die Scheibe quasi nur einmal kurz gedreht. Funktioniert natürlich nur, wenn man jetzt keinen Silikonknopf dran hat oder so. Dann funktioniert das natürlich nur. Ansonsten würde die Scheibe dann natürlich verhaken oder man entfernt den mit einer Rasierklinge. Das geht natürlich auch.
Eine weitere Sache, die man mir schon mal vorgeschlagen hat, wenn man keine Ersatzscheibe hat, aber ähnlich vorgehen möchte, dann kann man natürlich die Scheibe entfernen, kann sich auf einem Pappkarton einmal so quasi mit einem Bleistift das dann auch anzeichnen, ausschneiden und kann dann ersatzweise immer diesen Pappkarton dahin packen, die Scheibe reinigen, wenn man jetzt nicht unbedingt die Gefahr laufen möchte, dass da jemand drin ist, der einen sehr ausgeprägten Freiheitsdrang hat, um es mal böswillig auszudrücken, oder einfach sagt, hier ist irgendwie Luft, hier ist zügig oder ich erschrecke mich und laufe einfach mal los. Ja, dann besteht natürlich auch die Gefahr bei so einer Höhe hier, das sind jetzt ungefähr 1,20, würde ich sagen, dass das Tier sich natürlich verletzt. Das wollen wir natürlich nicht. Und daher, durch eine Pappe kann man natürlich nicht durchschauen. Ist das auch eine Option, muss man für sich überlegen. Was man natürlich auch machen sollte, wenn man eine Scheibe denn natürlich entfernt, komplett entfernt, um sie zu reinigen, das ist dann zum Beispiel wie bei der Psalmopäus da oben, wo richtig starke Verschmutzungen sind, schon eine andere Hausnummer, wo man dann nicht mit Mikrofasertuch einfach drüber geht, sondern da muss man dann tatsächlich auch richtig einweichen. Kommen wir aber gleich zu. Empfehle ich grundsätzlich, je nachdem, was man für ein Tier hat und sie vielleicht in der Höhle sitzt, entsprechend ein Korkstück vor die Höhle zu stopfen. Zu legen reicht schon vollkommen aus. Das Tier kann gar nicht rauskommen und kann in dem Moment ruhig hantieren. Wenn ein Tier natürlich irgendwo im Frontbereich sitzt, dann muss man sich natürlich gedulden, entweder bis das Tier mal in der Höhle sitzt oder muss so zusehen, dass man da irgendwie eine vielleicht Heimchendose einfach drüber stülpt, je nachdem, wie groß das Tier ist. Man sollte auf jeden Fall sicherstellen, dass dieses Tier nicht aus dem Terrarium springen kann und sich dann wirklich schwerwiegend dabei verletzen kann, gerade im Abdomen, Bodenbewohner, wenn die zu Boden gehen. Das können wir verhindern und das sollten wir auch auf jeden Fall verhindern. Kommen wir aber grundsätzlich mal zu den verschiedensten oder einschlägigsten Verschmutzungsarten an der Scheibe. Wir haben einerseits haben wir Kotreste, gerade bei den Baumbewohnern. Das sind, wenn man sich vor allem damit Zeit lässt und die richtig angetrocknet sind, wirklich harte Gegner. Dann haben wir Netzreste, also wo die Spinne denn tatsächlich etwas an der Scheibe gesponnen hat, gerade im Frontbereich und das irgendwie keine Verwendung hat, dann können wir das auch entfernen und dann gibt es natürlich den Kalk. Die Netzreste lassen sich relativ einfach entfernen, das kann ich sagen, ne? Also mit einem feuchten Mikrofasertuch und gerade wenn man auch Reinigungsmittel nutzt oder so, muss man vorsichtig sein, ne? Dann sollte man natürlich das nicht direkt an der Scheibe machen, ne? Also sowas wie Glasreiniger oder so, ne? Ich empfehle grundsätzlich immer den grünen Frosch, kennt ihr den? Der grüne Frosch ist biologisch abbaubar und nutze ich aber auch nicht an den Terrarien. Ne? Aber grundsätzlich ist das so mein Mittel der Wahl, belastet die Umwelt laut Hersteller nicht so sehr. Ne? Ich kann das natürlich erstmal nicht für mich kontrollieren, aber grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus und glaube das, was der Hersteller verspricht. Das ist auf jeden Fall so ein Thema. Mikrofasertuch reicht, wenn man es leicht anfeuchtet. Ja, dann kriegt man sowas wie Netzreste großzügig weg, ohne Rückstände. Das ist wirklich eine tolle Sache. Bei dem Thema Kalk, und Kalk ist ein Thema, was wirklich viele beschäftigt. Also mich stört es jetzt, wie gesagt, im äußeren Bereich nicht. Aber in der Frontscheibe kommt es auch vor, dass da Kalkreste entstehen. Benutze ich gerne Essig, noch viel lieber aber eine Zitrone. Und zwar mit der Zitrone ganz einfach, die Zitrone durchgeschnitten in der Mitte, dann die Zitrone genommen und kann sie an der Scheibe einreiben. Und durch die Zitronensäure löst sich das, kann dann wieder mit einem feuchten Mikrofasertuch einfach rübergehen und hat eine saubere Scheibe. Umso früher man sich um Kalk kümmert, umso weniger muss man den Kalk wegputzen. Also umso weniger mühsam muss man den Kalk wegputzen. Deswegen nicht warten, bis da wirklich der Kalk mit einem Ceranfeldschaber runtergeholt werden muss, sondern grundsätzlich früh genug beim leichten Kalkansatz reicht eine Zitrone. Essig ist auch eine gute Variante. Ich selber hasse Essig. Also ihn einzuatmen, damit irgendwas zu putzen. Ich mag das überhaupt nicht, weil es auch echt aggressiv riecht. Funktioniert aber auch wirklich sehr, sehr gut und ja, kann gut genutzt werden, umschreiben, sollten dann aber auch entfernt werden und dann wahrscheinlich beim Auswaschen, Einweichen und so weiter entsprechend genutzt werden. Mein Favorit ist die Zitrone. Ich würde sie danach nicht für eine Cola-Rummischung oder so benutzen, sondern die muss man dann natürlich entsorgen, ne? Und wenn man dann immer wieder, wenn die Zitrone trocken wird, wenn man sie dann verbraucht hat, kann man immer wieder eine Scheibe abschneiden und dann kriegt man wieder genug Zitronensaft,
auf die Scheibe, um sie entsprechend zu reinigen. Der härteste Gegner ist, wie gesagt, der Kot als solches. Und da empfehle ich grundsätzlich, einen Eimer mit warmem Wasser zu nehmen und die Scheibenränder einzulegen. Die Scheibe muss natürlich entfernt werden. Das heißt, wir erinnern uns, wir können entweder eine Ersatzscheibe nutzen oder wir nehmen eine Kartonage oder wir fixieren das Tier unter eine Heimchendose oder sperren es in der Höhle ein. Das sind so die grundsätzlichen Methoden, wie ich das denn mache, um zu verhindern, dass dieses Tier natürlich dann rausspringen möchte und sich im schlimmsten Fall noch verletzt. Dann nehme ich diese Glasscheibe, nachdem ich sie entnommen habe, und packe sie in einen Eimer mit warmem Wasser. Kann auch ein Tropfen Spüli drin sein, beschleunigt das Ganze nochmal sehr. Und wichtig ist meiner Meinung nach, dass es warm ist, nicht zu heiß. Muss man mit Scheiben immer ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es irgendwie springt und man hat dann nur noch Scherben irgendwie im Wasser. Und dann kann man das quasi auch mit einem Tuch abwischen. Ne? Kann dann gerne auch nochmal mit einer Zitrone hinterhergehen. Trocken machen, Mikrofasertuch oder auch mit einem Papiertuch an der Küchenrolle. Kann dann die Scheibe wieder einsetzen und hat dann wieder den vollen Durchblick. Das war es erstmal von mir zur Reinigung, Grundreinigung oder auch Pflege der Terrarien mit dem Scheibenputzen. Ich bin mir aber sicher, dass da draußen bei euch, unter euch, noch der ein oder andere Kniff und Tipp hängt. Ich bin sehr wissbegierig, was das angeht, um mir vielleicht künftig das Leben dahin noch etwas einfacher machen zu können, als ich es gerade beschrieben habe. Deswegen schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare, eure Tricks und das, womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten an euch beiden vielen Dank für diese Frage und ja, spiegelt doch mal zurück, ob ihr mit den Tipps hier etwas anfangen könnt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder mittlerweile schon gemacht habt. Also irgendeinen Weg werdet ihr wahrscheinlich gefunden haben. Ansonsten ja, bitte in die Kommentare mit Tipps und Tricks hier zum Austausch, wie wir das gerne auf diesem Kanal wollen. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. Also, bis hierhin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr bleibt wie immer bitte gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi!